Am 9.01. fand der alljährliche Neujahrsempfang der Stadt Ludwigshafen im Pfalzbau statt. Auch im Jahr 2013 begrüßte Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Dr. Eva Lohse wieder zahlreiche Gäste aus Politik, Kultur, Wirtschaft und Sport, als auch mehrere hundert Bürger zur Veranstaltung. In ihrer Neujahrsansprache ging die Oberbürgermeisterin auf die Stärken der Stadt Ludwigshafen ein und lehnte sich mit den Hauptpunkten Lebenswertigkeit, Bürgernähe, Wirtschaftsstärke und Nachhaltigkeit an die Gliederung der im letzten Jahr erneuerten städtischen Website an. Also in diesem Jahr freuen wir uns ganz besonders auf das internationale Deutsche Turnfest, was in der Pfingstwoche in der Region und in Ludwigshafen stattfinden wird. Wir erwarten 80.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 10.000 davon werden in Ludwigshafener Schulen übernachten. Es wird ganz fantastische Veranstaltungen geben. Natürlich freuen wir uns darauf. Wir freuen uns auf viele Veranstaltungen, natürlich in Ludwigshafen, die all die Jahre stattfinden. Das ist das Festival des deutschen Films, das ist das Stadtfest, das mit vielen, vielen Gästen aus der Region, das ist das Straßentheaterfestival, das sind die vielen Sportveranstaltungen. Aber vor allem stehen in diesem Jahr große Entscheidungen an. Es geht darum, ob das BASF-Hochhaus abgerissen werden muss und wir müssen entscheiden, wie die Hochstraße Nord saniert wird. Und das sind Entscheidungen, vor allem die Sanierung der Hochstraße Nord. Die werden uns noch sehr, sehr lange beschäftigen. Die Weichen werden 2013 gestellt. Und ich glaube, das ist die wichtigste Entscheidung im kommenden Jahr. Für die musikalische Untermalung des Abends sorgte die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz unter der Leitung von Markus Huber. Sie spielte Titel von Johann Strauss, Franz Leha, Leo Fall und Franz von Suppé. Gesanglich unterstützt wurde die Staatsphilharmonie durch Anna Gabler und Alejandro Marco Burmeister. In einem Filmbeitrag wurde auf das Jahr 2012 in den Bereichen Stadtplanung, Kultur, Sport, Bildung und Politik zurückgeblickt. Hierbei wurden sowohl einige positive als auch einige negative Ereignisse noch einmal rekapituliert. Auch ein kleiner Ausblick auf 2013 war Inhalt des Filmes. Wie sehen Sie 2012 im Rückblick und was ist Ihr Vorausblick auf 2013? Ja, 2012 hat wie die meisten Jahre viele Höhepunkte gehabt, aber auch seine Schwierigkeiten. Wir leben ja in einer Zeit, in der die Wirtschaft sich sehr bemühen muss, um Arbeitsplätze zu sichern. Das ist dank der guten Situation unseres großen Unternehmens, der BASF in Ludwigshafen, ja weitgehend gelungen. Dennoch muss ich sehen, dass gerade in Ludwigshafen die Arbeitslosigkeit doch noch verhältnismäßig hoch ist. Wenn man den Arbeitsamtsbezirk betrachtet, dann ist es so, dass im Rhein-Pfalz-Kreis sehr wenig Arbeitslose sind. In Frankenthal ist das in der Mitte und in Ludwigshafen haben wir nach wie vor immer noch fast 10% Arbeitslose. Und da mache ich mir natürlich schon Sorgen. Ich denke aber, dass wir auf einem guten Weg sind. Wir haben gerade eben ja miteinander besprechen können, dass die BASF ja hier ein Milliardeninvest vornimmt und damit auch neue Arbeitsplätze schafft oder alte Arbeitsplätze auch sichert. Insofern denke ich, werden wir mit Zuversicht auch in das Jahr 2013 gehen können. Wie schauen Sie zurück aufs letzte Jahr 2012 und was ist Ihr Ausblick auf 2013? Was wird wichtig? Zunächst einmal glaube ich, dass es im letzten Jahr zumindest gelungen ist, dass es viele neue Arbeitsplätze gibt und dass viele Menschen auch die Möglichkeit haben, Geld zu verdienen, Familie zu ernähren und sich auch entsprechend zu verwirklichen. Aber ich sehe auch die großen Probleme in diesem Jahr, dass viele Kosten steigen werden, wie beispielsweise Energiekosten. Die Rentenbeiträge werden steigen. Es sind alles Dinge, die wir in den Griff kriegen müssen und die Politik ist gefordert. Sie muss dafür Sorge tragen, dass wir alle ausreichend Geld im Geldbeutel haben, um auch leben zu können. Und wie haben Sie vor, persönlich sich dafür einzusetzen? Das kann ich Ihnen ganz einfach sagen. Ich bin ein glühender Verehrer von Förderungen für Familien, wo es Kinder gibt. Das sind für mich Familien, egal in welcher Lebensform. Und wir müssen sehr stark darauf achten, dass wir die Kinder, dass wir die Familien stärken, dass wir den jungen Menschen die Chance geben, sich gut zu entwickeln. So viele haben wir nicht mehr davon. Und deshalb dürfen wir niemanden liegen lassen. Deshalb muss die Politik sich vor allem für Kinder einsetzen. Im besonderen Blickpunkt stand natürlich das im Mai stattfindende Deutsche Turnfest 2013, bei dem die Stadt Ludwigshafen als Veranstaltungsort neben Mannheim und Heidelberg im Mittelpunkt stehen wird. Einen Vorgeschmack auf das Turnfest boten drei Turnerinnen den Besuchern in einer gekonnten Darbietung und mit Beistand des Turnfest-Maskottchens Fred. Wie kommt das Maskottchen an, wenn man jetzt irgendwo auf einem Auftritt ist, so wie heute Abend hier in Ludwigshafen beim Neujahrsempfang? Also das Maskottchen, das zieht die Leute förmlich an. Also es kommt super gut an. Man sieht ja, es ist super sympathisch. Das heißt also, mit dem Maskottchen haben wir einen guten Fang gemacht. Das Maskottchen, das hat große Füße. Kann das weit springen?
das kann nicht nur weit springen, Fred, oder? Oh, das kann auch noch hoch springen, das Maskottchen. Wie reagieren die Kinder? Die Kinder lieben es. Auf Kinderturnfesten waren wir schon und da ist das Maskottchen natürlich der große Renner und alle wollen es umarmen und mit ihm spielen. Wo geht's jetzt als nächstes hin? Wir machen sozusagen die Neujahrsempfänge der Metropolregion durch. Also morgen sind wir in Schwetzingen zu Gast und ich denke mal, da werden wir genauso gut empfangen wie hier. Auch die alljährliche Übergabe der Neujahrsbrezel durch die Bäckerinnung durfte bei der Veranstaltung nicht fehlen. Aus Neujahr, ein Brezel wie ein Scheierdur, ein Kuchen wie ein Ofenblatt, der wir alle mehr gesagt. Außerdem fragten wir einige weitere Anwesende nach ihrer Einschätzung des Alten und ihren Hoffnungen für das neue Jahr. Was wünschen Sie sich für dieses Jahr 2013? Das Jahr 2013 wird für Ludwigshafen ein sehr spannendes Jahr im Bereich der Stadtentwicklung. Wir haben die Hochstraße Nord zu entwickeln. Das wird ein Projekt, das uns sehr fordern wird, aber auch ganz große Chancen birgt. Denn wir werden ein ganzes Quartier in Ludwigshafen neu entwickeln können, mit neuen Ideen reingehen können. Es ist noch sehr offen. Ich bin gespannt, was passiert. Daran werden wir viel Kraft setzen, dass wir uns in den nächsten Jahren auch beschäftigen. Ja, Mustafa Baklan, was wünschen Sie sich für 2013? Ja, erst einmal, ich wünsche für die Zuschauer ein frohes neues Jahr, alles gut in 2013. Hoffentlich mehr Frieden, mehr Gemeinschaften, gesellschaftlich, mehr Freundlichkeit, mehr Sportlichkeit, ein gesundes, ein frohes neues Jahr würde ich hören. Ja. Und das letzte Jahr, das Jahr 2012, war doch ein sehr erfolgreiches Jahr für die gesamte deutsche Wirtschaft, aber auch für diese Region. Der Export boomt. Man darf nicht vergessen, die Pfalz, der Standort hier um Ludwigshafen, hat etwa 60% Exportanteil. Und solange der Export funktioniert, geht es uns natürlich besonders gut hier in der Region. Und wie ist Ihr Ausblick auf dieses Jahr? Haben Sie Signale aus der Wirtschaft schon, ob die Wirtschaft wachsen wird oder ob es Probleme geben wird? Wir haben natürlich unsere Herbstumfrage und die Herbstumfrage zeigt, dass wir doch noch auf einem sehr hohen Niveau sind. Aber die Prognosen sind vorsichtig. Also man ist vorsichtig und denkt das und baut mal vor, dass man wieder andere, etwas schlechtere Zeiten erwarten muss. 2012 war für mich persönlich ein erfreuliches Jahr. Ich habe einen Enkel, der mir sehr viel Freude bereitet, dem ich auch sehr viel Zeit widme. Was meine politische Tätigkeit betrifft, wir haben sehr viel gearbeitet in den Ausschüssen für die Stadt. Wir haben einiges auf den Weg gebracht, wobei natürlich unter sehr schwierigen Haushaltsbedingungen der Stadt. Und was ist jetzt Ihr Ausblick für 2013? Wo sehen Sie die Chancen und Schwierigkeiten? 2013 wird mit Sicherheit finanziell für die Stadt weiterhin ein schwieriges Jahr, aber ich bin sehr optimistisch, dass wir es gemeinsam schaffen, die angestoßenen Projekte, die man jetzt auf den Weg bringen will, dass wir 2013 diese schaffen werden. Ja, also ich freue mich natürlich auch jetzt auf das Jahr 2013. Uns erwarten natürlich schon einige wieder auch kulturelle Höhepunkte. Wir starten im April nochmal mit dem Wagner-Zyklus unter der Regie von Heime. Dann folgen Filmfestival, unser Stadtfest, Theater, Festspiele. Wir haben in dem Jahr auch wieder das Fotofestival auf dem Programm. Also es gibt einige Highlights. Und dann wollen wir als Stadt Ludwigshafen ja auch Mannheim begleiten auf dem Weg Bewerbung Kulturhauptstadt. Also auch da werden wir uns Gedanken machen und Konzepte entwickeln. Also ich glaube, wir stehen schon vor auch Herausforderungen und andererseits aber auch Chancen für Ludwigshafen, halt Neues auf den Weg zu bringen. Also ich glaube, so rundum für Ludwigshafen ist 2012 sehr gut gelaufen. Für 2013 haben wir ja mehrere große Projekte. Ich glaube, dass es auch jetzt wirklich in der Neujahrsrede von der Frau Dr. Lohse schon richtig gut rübergekommen ist. Und eins der Hauptanliegen, was ich natürlich auch mit in den Landtag nehme, ist die Hochstraße, die uns ja dann sicherlich über wirklich viele Jahre beschäftigen wird. Und nochmal Ihr Rückblick auf 2012, was war da besonders hervorstechend? Also ich denke, für mich persönlich jetzt mal gesagt, war es schon so, dass ich mich ja im Landtag da richtig einarbeiten konnte und schon auch einige Themen dann eben von Ludwigshafen mit in die Ausschüsse transportieren konnte. Das war so für mich persönlich so das Besondere an 2012.